So, Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat sich das Haus auch noch ein bisschen gefüllt, und wir können mit der Tagesordnung fortfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 50, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Abfallentsorgung in der Kaliindustrie, Drucksache 2903/19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 44, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Arbeitsplätze im Kalirevier sichern, Drucksache 2818/19. Und 72, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Kali Standort Masterplan Salz sichert Arbeitsplätze und dient der Umwelt, Drucksache 2918/19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erste spricht die Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Weil wir einen großen Teil unseres Trinkwassers aus dem Grundwasser beziehen, wird es vom Gesetzgeber besonders geschützt. Eine Erlaubnis für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in das Grundwasser darf nur erteilt werden, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist, heißt es da deshalb. Spätestens seit der Stellungnahme des HALUG vom Juli 2014 wissen wir, dass eine nachhaltige Veränderung des Grundwassers nicht nur zu besorgen ist, sondern schon lange eingetreten ist. Der Grund dafür liegt zweifelsfrei in der Versenkung von Salzabwässern. Dies wussten mindestens vor 5 Jahren auch noch die Kollegin Erfurth von den GRÜNEN. Am 15. Dezember 2010 hielt sie an dieser Stelle im Plenarsaal der damaligen Umweltministerin Lucia Puttrich entgegen: Sie wissen doch, die Versenkung muss im Jahr 2011 beendet werden. Es gibt ein Gutachten der Landesregierung, wonach die Versenkung danach nicht mehr genehmigungsfähig ist. Heute, viele Jahre später, will Frau Erfurth von diesem Gutachten der Landesregierung nichts mehr wissen und hilft ihrer Umweltministerin und Parteikollegin Priska Hinz, die Öffentlichkeit zu belügen. Die grüne Fraktion ignoriert das HALUG zweifelsfrei im Sinne des § 48 der Wasserhaushaltsgesetzes eine Besorgnis festgestellt ist. Sie deckt ihre Umweltministerin, die seit dem 11. Juni 2014 um diese Besorgnis weiß und trotzdem den Vierphasenplan mit der Option der Versenkung aufgestellt hat. Die grüne Fraktion sieht darüber hinweg, dass die hessische Umweltministerin diese Informationen dem Ausschuss, dem Parlament und der Öffentlichkeit mit Absicht vorenthalten hat. Priska Hinz hat dies vertuscht, weil sie wusste, dass die Anerkennung. Kollegin Schott, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich möchte zu Ende kommen, weil ich habe hier eine Menge zu sagen. Ach so. Entschuldigung, zur Geschäftsordnung. Ich dachte, es sei eine Zwischenfrage, also zur Geschäftsordnung, nicht während der Rede, dann anschließend. Dass die Anerkennung der Ergebnisse des HALUG das Aus für den Vierphasenplan bedeuten würde, und weil sie die Versenkerlaubnis aus 2011 nicht widerrufen wollte. Sie leugnet bis heute, was ihre Parteikollegin vor Jahren hier ausgesprochen hat, dass die Versenkung nicht mehr genehmigungsfähig ist. Das Plenarprotokoll hält an dieser Stelle noch einen Zwischenruf von Frau Hammann fest. Es kommt überall heraus. Die versenkte Salzlauge kommt immer noch überall heraus. Aber die grüne Umweltministerin leugnet seit Herbst letzten Jahres den Zusammenhang zwischen Versenkung von Salzabwässern und der Versalzung des Grund- und Trinkwassers. Anlässlich der Hausdurchsuchung, ja, das ist unerhört. Anlässlich der Hausdurchsuchung bei K+S stellt das Thüringer Landeskriminalamt fest, dass die erforderlichen Voraussetzungen zur Versenkung von Kaliabwässern nach dem Wasserrecht nicht gegeben waren. Aufgrund der geologischen Beschaffenheit der Gerstunger Mulde musste von vornherein damit gerechnet werden, dass die versenkten Mengen an Salzlauge nicht, wie angenommen, in der Speicherformation Plattendolomit verbleiben, sondern sich unkontrolliert
verbreiten. Machen Sie uns doch hier nicht vor, dass das in Hessen anders ist. Kollegin Schott, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, der Kollegin auch noch immer noch nicht. Sie hätten aufgrund des fehlenden Nachweises der Unbedenklichkeit des Regierungspräsidiums Kassel anweisen müssen, die Versenkgenehmigung zu widerrufen. Für eine erneute Versenkerlaubnis im Rahmen des Vierphasenplans. Bleiben Sie doch ruhig, weil es kommt noch heftiger. Des optimierten Vierphasenplans, des Masterplans Salzreduzierung oder der aktuell geforderten Übergangsregelung gibt es weder eine sachliche noch eine gesetzliche Grundlage. Man kriegt einen Tinnitus bei Ihrem Zwischengebrülle. Auf Antrag von K&S auf Versenkung von Salzabwässern bis 2021 stellt das Thüringer Landesverwaltungsamt in einem Schreiben vom 30.10. an den RP zusammenfassend fest, dass der Antrag in der vorliegenden Form nicht erlaubnisfähig ist. Ebenso sind die künftigen Auswirkungen der beantragten Salzabwasserversenkung nicht zu kalkulieren und nicht zu überwachen. Auch diese Information haben Sie dem Umweltausschuss wieder vorenthalten, genauso wie eine neue Stellungnahme des Halux. Und ich wüsste gerne, in welcher Schublade die liegt. Sie, Frau Ministerin, sagten in der letzten Sitzung des Umweltausschusses, dass die Gutachten aus Thüringen zu keinem anderen Ergebnis kommen würden als der hessische Behördengutachter HG, nämlich dass das Grundwassermodell von K+S im Prinzip prognosefähig sei. Auch das entspricht nicht der Wahrheit, Frau Ministerin. Doch die von den Thüringer Behörden beauftragte Ingenieursgesellschaft Delta H ist bereits nach einer einfachen Prüfung des von K+S vorgelegten Grundwassermodells zu folgendem Urteil gekommen. Und jetzt entscheiden Sie bitte selber. Mit dem Modell können weder quantitative noch qualitative Aussagen über den Verbleib des Salzwassers im Bundesstandsein getroffen werden. Und das ist mitnichten das, was Sie behauptet haben, Frau Ministerin. An mehreren Stellen zeigt das Thüringer Gutachten, dass das Modell mit fraglichen Eingangsparametern rechnet. Beispielsweise wurde der Grundwasserstand im Versenkraum des Plattendolomits 70 m zu tief angesetzt. Mit dieser falschen Grundannahme kann das Modell keine realistischen Ergebnisse liefern. Hier, die Grundannahmen sind schon falsch, der Versenkraum ist völlig falsch angegeben. Hier ist entweder schlampig gearbeitet worden oder betrogen worden. Das Gutachten liegt Ihnen ja vor, Frau Ministerin. Wieso das sagen die Gutachter über das, was hier gearbeitet worden ist? Und Sie wissen, was da drin steht. Sind aber nicht bereit, die Abgeordneten darüber zu informieren und schon gar nicht bereit, Konsequenzen daraus zu ziehen. Entscheidend ist, dass die hessische Umweltministerin unverdrossen an dem Grundwassermodell als Nachweis der Unbedenklichkeit festhält und an einer Versenkgenehmigung arbeiten lässt. Die Versenkgenehmigung wird in Hessen erteilt, und das hessische Umweltministerium ist verantwortlich dafür. Dann schreien Sie doch nicht so viel dazwischen. Kommen wir zu den Arbeitsplätzen in der Kaliindustrie und der Erpressung durch K+S. Ich könnte leiser reden, wenn Sie leiser reden würden. Ich grüße Sie. Auch das hat Kollegin Sigrid Erfurth von den GRÜNEN vor 5 Jahren noch einen klaren Sicht auf die Kaliproduktion hatte, an dieser Stelle gut auf den Punkt gebracht. Das können Sie gerne tun, würde ich mich sehr freuen. Wir Grüne, hören Sie sich doch mal selber zu. Wir Grüne wollen, dass die Arbeitsplätze bei Kali und Salz zukunftsfähig werden. Und das geht nach unserer festen Überzeugung nur, wenn das Unternehmen seine Laugenabwässer so entsorgt, dass in Zukunft es genehmigungsfähig ist und es Entsorgungswege findet, die die Umwelt nicht so belasten wie bisher. Ich glaube, Sie haben vergessen, dass Sie gerade verpressen wollen, oder? Ich glaube, Sie sollten sich selber zuhören, was Sie sagen. Das war und ist sehr richtig, Frau Erfurth. Aber jetzt unterstützen Sie eine nicht genehmigungsfähige Entsorgung und führen damit genau die CDU-Politik der letzten Jahrzehnte weiter, die Sie früher aufs Schärfste kritisiert haben. Eine Politik, die krachend gescheitert ist, eine Politik der umweltpolitischen Zugeständnisse,
von denen absehbar war, dass sie genau zu diesem Dilemma führen. Dabei gibt es aktuell keinen Entsorgungsnotstand. Es gibt leere Stapelbecken. Die Wassermenge in den Flüssen ist so, dass noch reichlich entsorgt werden kann. Und außerdem ist es ja im Betrieb unter Breitsbach laut Kali und Salz so, dass auf die Einleitung von Salzabwässern längst verzichtet werden kann. Also, was stimmt denn jetzt eigentlich? Ihre neue Planung geht was anderes als die Schallplatte. Ihre neue Planung, das, meine Damen und Herren, trifft auch auf den neuen Masterplan Salzreduzierung zu. Es gibt kein funktionierendes Verfahren, die steilen Salzhalden abzudecken. Und wenn es eines gäbe, dann hat es keine dauerhafte Lösung. Die Einlagerung von Salzlauge in die Hohlräume unter Tage ist gefährlich, die Salzlauge, weil Lauge die Säulen, die das Deckengebirge tragen, angreifen könnte. Selbst Kali und Salz hat das an irgendeiner Stelle schon einmal gesagt. Dieser Masterplan reicht nicht aus, um unsere Umwelt angemessen zu schützen. Er ignoriert das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie, und die EU-Kommission hat auch kein positives Signal gegeben, wie die Umweltministerin vor Tagen noch behauptet hat. Und heute Morgen noch hieß es, das alles sei mit dem Unternehmen abgesprochen. Das Unternehmen würde all die Maßnahmen mittragen. Allerdings straft dieser Pressebericht aus Thüringen im Freien Wort heute nachzulesen, das alles Lügen, weil das Unternehmen hier sehr eindeutig sagt, der DAX-Konzern notierte Kasseler Düngemittelkonzern bekräftigt jedoch seine Ablehnung. Man trage jene Maßnahmen mit, auf die man sich bereits mit der hessischen Landesregierung im sogenannten Vier-Phasen-Plan, also nichts Masterplan und neue Pläne, geeinigt habe. Kollegin Schott, kommen Sie bitte zum Schluss. Und allerdings sei man relativ skeptisch, ob die noch zu erprobende untertägige Einlagerung von Lauge gelinge. Zudem ließen sich große Salzhalden nicht vollständig abdecken. Vielleicht sollten Sie einfach einmal mit den Menschen von Kali und Salz noch einmal reden, bevor Sie hier behaupten, Sie hätten mit den Vereinbarungen, die die am nächsten Tag dementieren. Und der Herr Ramelow sitzt, glaube ich, nicht in diesem Landtag. Und ein Stückchen Scheibe abschneiden von seiner Politik wäre hilfreich. So, jetzt hat zunächst das Wort Kollegin Dorn zur Geschäftsordnung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es war vorhin Tumult, Sie konnten es vielleicht nicht mitbekommen, aber die Rednerin hat die Ministerin der Lüge bezichtigt. Das ist aus meiner Sicht unparlamentarisch. Wir würden bitte beantragen, eine Bandabschrift zu machen. Vielen Dank. Zur Geschäftsordnung, Herr Bellino. Frau Präsidentin, ich hatte es bereits hinterlegt. Es wurde gesagt, dass die Abgeordnete Erfurt der Ministerin beim Lügen helfen würde. Das war die erste Entgleisung, die meines Erachtens unparlamentarisch ist. Und das Zweite ist, dass unterstellt wurde, die Firma K&S würde erpressen. Auch das ist meines Erachtens ein Straf. Das haben wir sehr wohl gehört. Aber ganz sicher. Und es reicht auch irgendwann mal. Lassen Sie bitte Herrn Bellino zum Schluss kommen. Dieser Begriff stammt meines Erachtens aus dem Strafrecht und ist mit Sicherheit auch deshalb hier unangemessen. Übrigens freue ich mich, dass ich als der deutlich Ältere immer noch bessere Ohren habe als die Frau Kollegin Wiesler. Zur Geschäftsordnung, Kollege Schaus. Frau Präsidentin, wenn es hier um unparlamentarisches Verhalten geht, dann finde ich, muss gleichermaßen diskutiert werden, dass mehrere Mitglieder der Fraktion der Grünen durch immer wieder die gleichen Zwischenrufe, ja, was ist denn mit Ramelow oder wo ist denn der Ramelow, die während der gesamten Redezeit unserer Kollegin Schott versucht haben, sozusagen das zu unterbrechen und durcheinander zu machen. Also wenn Sie schon in dieser Art und Weise sozusagen hier das Protokoll bemühen. Ja, sonst machen Sie das ja. Kollege Schaus, ich stelle fest, Zwischenrufe sind nicht unparlamentarisch. Ich habe versucht, hier für etwas mehr Ordnung zu sorgen. Es ist
in der Tat relativ laut gewesen, das will ich zugeben. Es wurde beantragt, eine Abschrift vom Protokoll anzufertigen. Ich kann nur sagen, wir oben im Präsidium haben diese Redepassage nicht gehört. Falls das Wort Lügen und gefallen ist, dann ist das in der Tat unparlamentarisch. Darauf weise ich Sie hin, Frau Schott. So, Kolleginnen und Kollegen, dann können wir in der Tagesordnung fortfahren. Und das Wort hat Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Da haben Sie gerade mit mir geredet. Also, Sie haben auch nichts gehört. Nee, weil der Herr Beuth wird. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin gerade gebeten worden, die Stimmung hochzuhalten. Ich weiß nicht genau, ob mir das gelingen wird. Ich hatte es eigentlich vor, ein bisschen sachlicher zu machen. Aber eins mal, Frau Schott, vorweg. Die Linke betont immer die Arbeitsplätze bei Kali und Salz und wie wichtig das auch der Fraktion der Linken ist, dass die Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Aber dazu muss man dann einfach mal sagen, all die Anträge und die Vorwürfe, die Sie Richtung des Unternehmens dann hier verbreiten, meine Damen und Herren, das trägt wirklich alles nicht dazu bei, dass Aktionäre Vertrauen in dieses Unternehmen haben. Und das gefährdet eher die Arbeitsplätze, so wie Sie die Diskussion hier ins Felde führen, meine Damen und Herren. Also, da sollten Sie sich wirklich mal überlegen, ob das wohl so der richtige Weg ist. Meine Damen und Herren, wir haben einen eigenen Antrag hier eingebracht, und auch wir haben den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens im Fokus, weil davon sind eben die Arbeitsplätze abhängig, meine Damen und Herren. Und das ist denn nicht nur dann, wenn eine Übernahme droht von einem anderen konkurrierenden Unternehmen. Nein, meine Damen und Herren, die Verantwortung für die Arbeitsplätze in Hessen, aber auch andernorts, hat natürlich auch die Landesregierung. Und die Verantwortung liegt vor allen Dingen darin, dass man Rechtssicherheit für das Unternehmen schafft. Und, meine Damen und Herren, da liegt jetzt der Ball auch im Spielfeld der Landesregierung und damit auch ganz namentlich auch bei Frau Staatsministerin Hinz. Die Übergangsregelung, und da darf ich durchaus sagen, hat die Landesregierung mit den Obleuten in den letzten Wochen sehr eng einen Austausch gesucht. Das finden wir sehr gut. Das ist auch anerkennenswert. Aber natürlich geht eines nicht. Man kann nicht sagen, das Genehmigungsverfahren ist dann Teil des Regierungspräsidiums. Klammer auf, wenn es schief geht, hat der Regierungspräsident das Ding an der Backe, Klammer zu. Und wir als Landesregierung, sprich das Umweltministerium, schaut dann dazu und ist da nicht dran beteiligt. Meine Damen und Herren, das Regierungspräsidium ist Teil der Landesregierung, und diese Verantwortung, da werden wir sie auch nicht rauslassen. Meine Damen und Herren, das, was an Übergangslösungen jetzt angedacht ist, müssen wir jetzt abwarten, ob das greift. Was sicherlich nicht passieren darf, ist, dass durch Rechtsunsicherheiten der Klageweg begehbar wird und unter Umständen das Unternehmen dadurch in Schwierigkeiten kommt, dass diese Übergangsregelungen rechtlich nicht halten. Denn dann haben wir Anfang nächstes Jahr ein handfestes Problem bei dem Unternehmen und den Arbeitsplätzen. Ansonsten darf man sicherlich sagen, es gibt ein paar. Wir sind auf einem guten Wege, was die Entsorgung der Haltenwässer, der Produktionswässer bei K&S angeht. Ich will durchaus sagen, dass die Abdeckung einmal die Haltenabdeckung einmal so eine große Rolle spielen wird, um auch auf eine mögliche Versenkung ab 2021 verzichten zu können, meine Damen und Herren, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Die Frau Staatsministerin Puttrich, ihre Vorgängerin, hat uns immer beteuert, das geht nicht. Meine Damen und Herren, das ist auch schwierig. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sozusagen einen Wackelpudding abdecken. Was anderes ist so eine Halde nicht. Ich bin aber sehr froh, dass die Landesregierung wenigstens den Versuch startet, diese Abdeckung in den Griff zu bekommen. Das ist eine der nachhaltigsten Lösungen, die wir dringend brauchen, um die Entsorgungssicherheit, um dem Naturschutz gerecht zu werden und am Ende natürlich auch den Arbeitsplätzen an den Standorten in Hessen und anderswo.
Meine Damen und Herren, auch das Einstapeln von Haldenwässern, die Kollegen von den LINKEN haben das ja jetzt gleich Hurra geschrien, so, jetzt kommt denn doch die Eindampfung, die wir immer gewollt haben. Es ist jetzt nicht an mir, jetzt die fachliche Seite zu korrigieren. Auch der Hessische Rundfunk hat etwas Ähnliches wie Verdampfung dort in den Mund genommen. Meine Damen und Herren, bei der Begrifflichkeit sollte man etwas vorsichtig sein. Die Produktionsverfahren sind da doch schon etwas andere. Aber eines muss man auf jeden Fall verstehen. Jeder Produktionsstandort in Hessen, in Deutschland, weltweit hat seine eigenen Herausforderungen. Und jeder Produktionsstandort muss einzeln betrachtet werden, wie Entsorgung dort stattfinden kann. Wenn jetzt Lauge unter Tage gebracht wird, dem Wasser entzogen wird und so zu einer Verdichtung kommt, ist das einer der gangbaren Wege, die dazu führen sollen, endlich das Problem Entsorgung von Laugen und Produktionswässern endlich in den Griff zu bekommen. Meine Damen und Herren, da darf man auch schon einmal hinweisen an dieser Stelle. Die Vorwürfe, die gibt es dann übrigens auch in dem dringlichen Entschließungsantrag von CDU und GRÜNEN. Ähnlicher Vorwurf wie von den LINKEN. Das Unternehmen ist schuld. Das Unternehmen ist schuld an der Misere, was wir jetzt bei der Übergangslösung haben. Das Unternehmen hat grundsätzlich die Verantwortung. Das kann man immer wieder schön dabei herauslesen. Meine Damen und Herren, da darf man mal sagen, seit 1997 da hatten wir noch 20 Millionen Kubikmeter Abwasser im Jahr. Und wir sind jetzt auch bei 2015, im Jahr 2015 auf 7 Millionen runtergegangen. Das ist eine hervorragende Leistung des Unternehmens. Und das dient dazu, die Arbeitsplätze im Kali-Revier zu sichern, meine Damen und Herren. Und wenn man dann bis ehrgeiziger Plan vielleicht bis 2075 auf 1,5 Millionen runter will, meine Damen und Herren, das ist ein langer Weg. Da sind viele Fallstricke. Wir als Freie Demokraten sind sicherlich da bereit, diesen Weg auch mitzugehen, wenn wir das auch kritisch begleiten. Aber, meine Damen und Herren, eines kann man auch nicht machen. Man kann nicht sagen, dass einer der Wege, die dazu führen, ist auch die Oberweser. Die Oberweser-Pipeline, meine Damen und Herren, Sie werden sie, wenn sie einmal fertig sein sollte, nicht mehr sehen. Aber die Stapelbecken dort am Einleitungspunkt, die wird man durchaus sehen können. Und es ist auch Aufgabe der Landesregierung, dieser Landesregierung, nicht zu sagen, wir werden vielleicht sogar diese Oberweser-Pipeline gar nicht brauchen, sondern sie müssen die Menschen vor Ort mitnehmen und denen klarmachen, warum sie Abwässer vor ihrer Haustür dulden sollen und überhaupt keinen Vorteil davon haben. Das ist Aufgabe dieser Landesregierung, Akzeptanz bei der Bevölkerung zu schaffen. Da fehlen bisher sämtliche Initiativen seitens der Landesregierung. Und, meine Damen und Herren, da muss man sich auch fragen, welche rechtlichen Konsequenzen könnte denn das haben, wenn das offizielle Position der Landesregierung ist, dass man auf diese Oberweser-Pipeline vielleicht verzichten können wird. Was ist denn dann die rechtliche Konsequenz, wenn dann das quasi zum Anlass genommen wird, den Klageweg zu beschreiten, was dann nachher heißt, ja, selbst die Landesregierung ist ja nicht fest davon überzeugt, dass wir diese Oberweser-Pipeline brauchen. Meine Damen und Herren, das hatten wir schon einmal. Da können Sie sich jetzt hinstellen und sagen, sie wird weiter geplant, dann ist Planungsrecht, Baurecht, aber keine Pflicht zum Bauen. Meine Damen und Herren, so einfach werden Sie sich das nicht machen können. Das ist beim Terminal 3 auch schon einmal schiefgegangen. Aus der Nummer werden wir Sie sich sicherlich nicht verabschieden können. Sorgen Sie dafür, dass die Menschen akzeptieren, dass dort ein Einleitungspunkt ist und dass man auch so etwas, da kann auch der Frankfurter Flughafen durchaus als Vorbild gelten, wie man dort die Menschen eingebunden hat, um schwierige Infrastrukturmaßnahmen in der Bürgerschaft akzeptabel zu machen. Meine Damen und Herren, am Ende werden wir den Menschen sagen müssen, selbst nach 2075 wird es Einleitungen in die Werra, in die Weser geben müssen, um die Kaliproduktion in Deutschland überhaupt möglich zu machen. Da geht es am Ende darum, ob wir eine Rohstoffproduktion in Deutschland noch möglich machen wollen oder ob wir sie verhindern wollen, meine Damen und Herren. Ja, ist ja gut. Vielen Dank.
Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auf der Tribüne unseren ehemaligen Kollegen Dr. Walter Lübcke. Herzlich willkommen. Nächster spricht Kollege Landau, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tausende Arbeitsplätze in Nordosthessen hängen von der Kaliproduktion ab. Unser Blick, also der der Politik, richtet sich auf die Arbeitnehmer und auf ihre Familien, aber ebenso auch auf die Umwelt, in der sie leben. Für eine ganze Region ist es existenziell wichtig, dass K+S als Unternehmen eine Zukunftsperspektive besitzt. Unser aller Ziel muss daher sein, dass der Standort langfristig im Einklang mit dem Gewässerschutz gesichert ist. Wie gelingt uns das? Jedenfalls nicht mit unausgegorenen Vorschlägen, sondern nur mit einer tragfähigen und langfristigen Lösung. So stellt der Vier-Phasen-Plan genau eben das dar, und er ist jetzt zur Grundlage für den Entwurf des Masterplans Salzreduzierung geworden, ganz im Sinne der Sicherung der Arbeitsplätze bei der K+S AG. Wir wissen, dass die Situation für die Arbeitnehmer derzeit schwierig ist und dass sie diese Adventszeit mit dem bangen Gefühl um den eigenen Arbeitsplatz im Kali-Revier verbracht haben. Weshalb nicht zuletzt diese Landesregierung in Person der hessischen Umweltministerin Priska Hinz mit Hochdruck an einer langfristigen Lösung der Salzabwasserproblematik arbeitete. Gleiches gilt aber auch für die notwendig gewordene Übergangsregelung. Die Einigung des Weserrates auf der Arbeitsebene bezüglich gemeinsamer Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung der Salzbelastung lässt nicht nur die Kali-Kumpel hoffen. Der Masterplan ist das, was angesichts all der Probleme, die wir dort kennen, als gute Lösung bezeichnet werden kann. Er ist zustande gekommen, weil diese Landesregierung erhebliche Überzeugungs- und Vorarbeit geleistet hat, zum Wohl von Arbeitsplätzen und Umwelt. Zum Erreichen unserer Ziele ist uns Rechtsstaatlichkeit unseres Handelns wichtig. Das Regierungspräsidium Kassel gab keinen Bescheid für eine weitere Versenkgenehmigung heraus, weil Sie als zuständige Genehmigungsbehörde das dreidimensionale Grundwassermodell trotz eines 3.000 Seiten umfassenden Antrags nicht in der notwendigen Weise prüfen konnte. Wenn die Entwicklung und der Zustand des Grundwassers auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern und bis zu einer Tiefe von 1.300 Metern durch das sogenannte 3D-Modell abgebildet werden soll, so geben wir schon zu, dass das sehr komplex ist. Nur dieses Modell war bereits 2011 die eigentliche Voraussetzung für die damalige Versenkgenehmigung, die jetzt am 30. November ausgelaufen ist. Somit ist es ein gutes Stück, lieber Herr Lenders, unverständlich, wenn K+S immer noch Zeit bis Mitte oder gar Ende 2016 zur Kalibrierung eben dieses Modell benötigt. Grundsätzlich stelle ich hier aber für meine Fraktion fest, grundsätzlich ist für uns die Kalibrier- und Prognosefähigkeit des sogenannten 3D-Modells gegeben, was auch gutachterlich bestätigt wird. Was ist die Folge der augenblicklichen Situation? Ohne eine Versenkgenehmigung muss K+S einen Teil der Salzlauge in die Werra und Weser einleiten. Dabei ist das Unternehmen auch vom Wasserstand abhängig. Darf das sein, dass 1.800 Arbeitsplätze von zufälligen Flusspegelständen abhängig sind? Wir sagen nein. Insofern bemüht sich die Landesregierung im Dialog mit dem Unternehmen, eine rechtssichere Übergangslösung zu finden. Eine Übergangslösung, und das muss dann auch angemerkt sein, kann eben nur eine befristete Notlösung sein, mehr nicht. Die Zeit der Übergangslösung wird wahrscheinlich bereits eine reduzierte und im Umfang dem Besorgnisgrundsatz gerecht werdende Versenkung vorsehen. Der Masterplan Salzreduzierung wird Versenkung bis 2021 nur noch zulassen, wenn die rechtlichen Anforderungen erfüllt sind
und eine sofortige Einstellung zu unverhältnismäßigen Auswirkungen für die Arbeitnehmer und das Unternehmen führen würde. Der Plan setzt eben auf die Wirksamkeit der übrigen Maßnahmen zur Reduzierung der Salzabwässer nach deren Genehmigung und Umsetzung. Der Masterplan als besonderer Teil des Bewirtschaftungsplans basiert auf einer breiten Zustimmung, ist mit K+S abgestimmt und wurde bei Vorbesprechungen in Brüssel positiv aufgenommen. Die Flussgebietsgemeinschaft Weser geht somit davon aus, ebenso wie wir, dass die Kommission diesen Vorschlag akzeptieren wird und damit das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik wegen des Verstoßes gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie abgewendet werden kann. Lassen Sie mich drei Bemerkungen zum Unternehmen machen. Die Landesregierung hat sich innerhalb der ihrer rechtlichen Möglichkeiten stets sehr intensiv dafür eingesetzt, Versorgungsengpässe oder Produktionseinschränkungen oder gar beides bei K+S zu vermeiden. Allerdings schienen dem Unternehmen die Bedeutung von Fristen und bearbeitungsfähigen Genehmigungsanträgen nicht klar zu sein oder Teil eines Spiels mit der Politik zu sein. Dann, wir erkennen die bisherigen Anstrengungen von K+S an, den Anforderungen des Umweltschutzes mit Investitionen von 360 Millionen € in die Produktionsabläufe im Zuge eines schon durchgeführten Maßnahmenpaketes gerecht geworden zu sein. Wir halten weitere 400 Millionen € für eine beachtliche Aufwendung, die die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen aus dem Masterplan für das Unternehmen nach sich ziehen werden. Zum Schluss. Der Zwangsurlaub der 1.750 Kumpeln im Kali-Revier auferlegt worden ist, ist als ein politisches Signal zu verstehen. Ein politisches Signal, wenn die Politik sich sperrig tut, dann ist das der erste Schritt, der nächste ist die Kurzarbeit und der letzte Schritt ist die Standortstilllegung. Meine Damen und Herren, dieser Logik dürfen wir uns nicht beugen. Das sage ich an der Stelle auch ganz deutlich. Wir sehen uns schon in einer sehr misslichen Situation, weil wir sozusagen von zwei Seiten mit falschen Verdächtigungen konfrontiert werden können. Das eine ist, da gibt es ein großes Unternehmen, das zum wiederholten Male mit Ausnahmegenehmigungen sozusagen im Geschäftsmodell bestärkt wird. Mit der berechtigten Frage, gilt so ein Verhalten auch anderen Unternehmen gegenüber? Die andere Position ist aber genau die, da hat K+S sozusagen die feindliche Übernahme eines kanadischen Mitbewerbers und die Zerschlagung abgewendet. Und nun kommt die Landesregierung und vollendet das. Das ist das, was auch so leicht bei der FDP mitschwingt. Und da kann ich nur sagen, nein, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Aber wir müssen hier nach Recht und Gesetz vorgehen. Und wir haben nur einen begrenzten Gestaltungsspielraum. Den aber wollen wir nutzen. Wenn Herr Schäfer-Gümbel öffentlich, allerdings in einem anderen Zusammenhang, die Landesregierung oder er sagt, die Landesregierung mache ihn bösgläubig, dann sage ich in seine Richtung, das Salzabwasserproblem ist keine Glaubensfrage. Insofern sollte, wer an einer langfristigen Perspektive für die Natur im Werra-Weser-Raum und die Arbeitsplätze im Kali-Revier interessiert ist, der sollte das weitere Verfahren, und wir sind ja noch nicht am Ende, positiv und konstruktiv begleiten. Wir von der CDU tun das an der Seite der hessischen Umweltministerin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollegin Schott. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Landau, Sie haben eben gesagt, erstens, dass durch die Gutachten eindeutig erwiesen sei, dass das 3D-Modell aussagefähig ist und sicher zu guten Ergebnissen kommen wird. Ich zitiere deshalb noch einmal aus dem Gutachten der Ingenieursgesellschaft Delta H, die über das Modell sagt, können weder qualitative noch quantitative Aussagen über den Verbleib des Salzwassers im Buntsandstein getroffen werden. Ich frage mich, wie Sie dann zu dem Ergebnis kommen, dass die Gutachten besagen, es sei machbar. Für mich ist da ein Widerspruch, den Sie mir bitte erklären mögen. Vielleicht kriegen wir dann ja Licht ins Dunkel. Und Sie haben eben gesagt,
es sei alles engmaschig mit dem, sinngemäß engmaschig mit dem Unternehmen abgesprochen. Das Unternehmen stünde hinter dem Masterplan. Dann Zeitung lesen hilft manchmal. Ich weiß jetzt nicht, wer hier ein Problem mit der Wahrheit hat. Der Unternehmenssprecher Göbel sagt nämlich, dass der DAX-Konzern seine Ablehnung bekräftigt. Das ist für mich eine sehr eindeutige Aussage. Die bleiben beim Vier-Phasen-Plan. Alles, was danach kommt, lehnen sie ab. Sie sehen skeptisch die noch zu erprobende untertägige Einlagerung von Lauge. Sie sehen nicht, dass sich Großhalden vollständig abdecken ließen. Und den geplanten Weser-Grenzwert von 300 mg Chlorid lehnt das Unternehmen ab und geht davon aus, dass auch in 2027 noch enorme Mengen an Lauge anfallen wird. Jetzt frage ich mich aber, nein, also da hat sie nun deutlich etwas anderes gesagt. Da hat sie gesagt, das Unternehmen hat lediglich bei Produktionseinschränkungen ein Problem und nicht bei all den anderen Dingen, denn all die anderen Dinge sind sozusagen Bestandteil des Masterplans. Jetzt frage ich mich aber, wenn das der Masterplan ist und das Unternehmen hier klar sagt, dass es seine Ablehnung formuliert. Ich kann nur wieder zitieren, Kollegin was Herr Göbel Schott, gesagt die Redezeit hat. Ist dann zu frage Ende. Ich mich doch, wie Sie das übereinbringen. Kollege Landau, wollen Sie erwidern? Frau Schott, Sie haben zwei Worte mir in den Mund gelegt, die ich nicht gesagt habe. Sie haben, was die, ich glaube, die Kalibrierung angeht, haben Sie gesagt, da gäbe es eindeutig. Ich habe das Wort eindeutig nicht gesagt. Mir ist bekannt, dass es Gutachten gibt oder Aussagen, die kritisch mit der Angelegenheit umgehen. Genauso gibt es aber auch Gutachten, die der Landesregierung und der Genehmigungsbehörde vorlegen, die zu einem anderen Ergebnis kommen. Dann haben Sie gesagt, die Angelegenheit, also der Masterplan und die darin vorgesehenen Maßnahmen seien eng abgestimmt. Ich habe nicht von eng abgestimmt gesprochen. Ich habe nur davon gesprochen, dass sie mit dem Unternehmen besprochen worden, abgestimmt worden sind. Dass natürlich das Unternehmen das eine oder andere nicht mit großer Freude aufnimmt, weil es bedeutet, dass es eine Menge an Investitionen zu schultern gibt, ist mir völlig klar. Aber auch Sie wissen, Frau Schott, der Vier-Phasen-Plan, den die Landesregierung mit dem Unternehmen ausgehandelt hat, ist die Grundlage, die Basis des Masterplans. Also frage ich Sie, wenn man an der einen Stelle zustimmt, warum man dann an der anderen Stelle auf einmal zu einer völligen Ablehnung kommen sollte. Das ist eben nicht der Fall. Und insofern hat sich dann das, was Sie vorgetragen haben, damit aufgeklärt. Danke. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Warnecke, SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Werratal wird gerade stark gebeutelt. Es ist nicht allein Kali und Salz, sondern die Firma RKW, Folienhersteller, wird geschlossen. 100 industrielle Arbeitsplätze verschwinden damit aus dem Werratal. Und hinzu kommen über 1.000 Kolleginnen und Kollegen, die im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu tun haben, die arbeitslos sind. Arbeitslos im wahrsten Sinne des Wortes. Dies alles aufgrund einer politischen Entscheidung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die einfach und simpel damit zu begründen ist, nämlich der Frage, was war von der alten Landesregierung angestrebt worden. Ich möchte Ihnen dazu mal etwas vorlesen. Im Umweltausschuss am 1. Dezember 2011, 1. Dezember 2015, wie Sie wissen, ist kein einziger Tropfen mehr in den Untergrund eingeleitet worden. Am 1. Dezember 2011 im Umweltausschuss wurde seitens der CDU-geführten Landesregierung gesagt, entscheidend ist, dass das RP gesagt hat, dass K&S es mit entsprechenden Maßnahmen schaffen muss, die Versenkung abzubauen, sodass bei einem normalen Wasserstand in die Werra nur noch 7 Millionen Kubikmeter, die von den 14 Millionen nach dem 360-Millionen-Euro-Programm übrig bleiben, in die Werra eingeleitet werden. Das bedeutet allerdings auch, dass wir den Grenzwert in die Werra bis 2015 nicht senken können, sodass wir weiterhin mit 2.500 mg Salz pro Liter rechnen müssen. Damit ist alles gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man hat damals schon gewusst, dass in eine Werra, in die nur 5,5 Millionen Kubikmeter im Durchschnitt gehen, und es können auch mal nur 4,6 sein, nicht 7 passen.
und das wissen wir alle, und ich habe es auch schon mehrfach, auch wenn ich da nerve, geäußert, dass das, was vorgesehen wurde, nämlich keine Versenkerlaubnis mehr zu erteilen, gar nicht geht. Denn dann fehlen dem Unternehmen mindestens 1,5 Millionen in guten Jahren und in schlechten Jahren 2,4 Millionen Kubikmeter. Und 2,4 Millionen Kubikmeter oder 1,5 Millionen, um das einmal in Zahlen zu benennen, bedeutet 0,785 von 5,5. Das bedeutet null Produktionsstilllegung für die Fabrik. Das war die Aussage der Landesregierung. Deshalb muss jetzt niemand, liebe Kolleginnen und Kollegen, von dem Dilemma, vor dem wir stehen, überrascht sein, inklusive übrigens der LINKEN. Einer LINKEN. Ich muss aber zunächst einmal, Frau Schott, einer LINKEN, die sich darüber beschwert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Betriebsrat und die IGBCE den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Meinen Sie ernsthaft, dass da irgendjemand aus Freude zu Hause bleibt oder diese bittere Maßnahme aus irgendwelchen ideologischen, gar unternehmenspolitischen Gründen unterstützt? Was haben Sie ein Bild von freien Gewerkschaften, frei gewählten Betriebsräten? Die sind eben nicht der Büttel des Kapitals, nicht der Staatssozialismus, sondern Interessenvertretung der Beschäftigten. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ja auch dahinter stecken, haben sehr wohl erkannt, dass das ein strategisches Dilemma ist und dass sie das nicht wohlfeil hingenommen haben und zum Streik aufgerufen haben. Das wäre ein leichtes gewesen, sondern gesagt haben, ja, das ist das Ergebnis von politischen und fachlichen Entscheidungen. Und über die fachlichen Entscheidungen reden wir jetzt. Die fachliche Entscheidung, die bevorsteht, von dieser CDU jetzt Grünen geführten Landesregierung, ist die, ob etwas, was mit dem Ja, die steht bevor, in der Tat, weil ja genau das der Punkt ist, auf den ich schon angesprochen habe. 1,5 Millionen Kubikmeter fehlen mindestens, um die Produktion, die aus dem 360 Millionen Maßnahmenpaket, das der Herr Ministerpräsident im Übrigen sehr gelobt hat, von dem er einen industriellen Zukunftsimpuls erwartet hat. Er war im Werratal dankenswerterweise und hat dort sehr deutlich gemacht, dass dieses 360 Millionen Maßnahmenpaket in Übereinstimmung mit der Landesregierung gemacht wurde und dass wir jetzt das strategische Dilemma haben, sehr geehrte Frau Minister, dass wir auf der einen Seite, die Situation haben, dass etwas genehmigt werden muss von unserem gewichtigen Herrn Regierungspräsidenten, politisch gewichtig. Und auf der anderen Seite politisch ständig Entscheidungen getroffen werden, die auch nach außen, im wahrsten Sinne des Wortes, nach außen getragen werden. Also bevor die Kainit-Kristallisations-Flotationsanlage nicht in Betrieb geht, hat Kali und Salz ein Problem. Und von dem Problem wissen alle, die sich damit befasst haben. Und da dieses Problem frühestens 2018 gelöst wird, hieße das, entweder strebt die Landesregierung eine Produktionseinschränkung an, dann muss sie das offen sagen, oder es darf weiter versenkt werden. Oder aber, da steht die EU vor, Verschlechterungsverbot, es müsste mehr in die Werra im wahrsten Sinne des Wortes eingeleitet werden. Das alles wissen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb sind wir darüber nicht überrascht. Jetzt die Frage des 3D-Kalibrierungsmodells. Da in der Tat haben wir gemeinsam ein großes Problem. Und zwar deshalb gemeinsam, weil das weltweit erstmals, es wurde auch seitens der FDP schon beschrieben, weltweit erst etwas ist, was im Volumen so im wahrsten Sinne des Wortes einmalig ist. Nun hat das K&S mit einer Firma entwickelt und auf der anderen Seite die Genehmigungsbehörde mit dem Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie im Hintergrund eine private Firma haben, die das beurteilen muss. Kein Hochschulinstitut, keine öffentliche Einrichtung, eine private Firma. Eine private Firma möchte alle Rohdaten haben, möchte alles wissen darüber. Von einer anderen privaten Firma, die sagt, Moment mal, die könnte ja in Konkurrenz zu uns stehen, was passiert denn da überhaupt mit unseren Daten? Wohlgemerkt, nicht der Staat ist die Institution, die das überprüft, sondern eine private Firma gibt jetzt ihre Argumente weiter ans Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie, die dann wiederum an das Regierungspräsidium ihre entsprechenden Daten weitergibt, um zu sagen, wichtet es ab. Das bestreiten Sie, das ist im Ausschuss uns auch so erklärt worden. Ich habe ja extra noch einmal nachgefragt. Auch wenn es nicht über das HALUG geht, Frau Ministerin, das Problem ist trotzdem ein grundsätzliches. Wir haben offenkundig auf Staatsseite niemanden, der dieses Modell beantragt, von Kali und Salz zu beurteilen weiß. Und deshalb ist ja völlig richtig das Argument völlig zu Recht vorgebracht worden, dass das in der Tat mit entsprechenden Verzögerungen einhergeht. Aber der Staat muss doch etwas, was er von einem Unternehmen fordert, auch selber zu beurteilen wissen.
Wir können uns doch nicht auf Dauer darauf verlassen, zumal wenn das möglicherweise etwas ist, was so fortschrittlich ist, dass wir das noch für ganz andere und vielfältigere Betrachtungen des Untergrundes benötigen. Dann müssen wir die Kompetenz aufbauen. Jetzt einmal umgekehrt das Argument an Kali und Salz, finde ich, ist legitim, ihm vorzuwerfen, Sie hätten das schon viel länger vorweisen können. Haben wir denn in dieser Zeit Kompetenz auf Staatsseite aufgebaut, um das zu beurteilen, um das fachlich beurteilen zu können? Offenkundig auch nicht. Ich meine jetzt nicht die juristische Beurteilung, die am Ende selbstverständlich der Regierungspräsident zu treffen hat, sondern die fachliche. Und da sind wir in einem strategischen Dilemma. Und da wir den Staat repräsentieren und nicht das Unternehmen, müssen wir uns das dann als staatsseitig auf die Backe packen. Klammer auf, wir als Opposition weniger, weil wir mit dem ganzen Vorgang insofern nichts zu tun hatten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich liegt ja eine Riesenchance darin, so etwas weltweit Einmaliges, auch Kompetenz staatsseitig zu begleiten. Denken Sie nur an das Ruhrgebiet und den gesamten dort durchlöcherten Untergrund, über den wir relativ wenig wissen. Denken Sie nur an die Diskussion, die wir über Erdöl- und Erdgasabbau in Niedersachsen haben. Übrigens in dem Zusammenhang, Frau Ministerin, ich bin ja immer erstaunt, was Ihre niedersächsischen Kolleginnen und Kollegen, aber auch aus anderen Bundesländern, auch aus anderen Bundesländern, auch Grüne darunter, ständig an Maßstäben in die Welt setzen. Kali und Salz leitet insgesamt über alle Werke in allen Bundesländern, in denen die aktiv sind, insgesamt 900.000 Tonnen Natriumchlorid in Flüsse. Niedersachsen hat genehmigt, dass ein nicht unbedeutendes Chemiewerk 1,6 Millionen Tonnen in die Elbe leitet. Ich finde, wir sollten da dringend mal vorstellig werden, dass das so nicht weitergeht. Dringend. Ja, das Problem ist nur, dass dieselben sich immer dann, wenn es um unsere Arbeitsplätze geht, echauffieren und wenn es um deren Arbeitsplätze geht, offenkundig Zurückhaltung üben. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur eins noch einmal. Es geht hier in der Rohstoff-, in der Grundlagenindustrie darum, dass wir hier 23 Millionen Tonnen Rohsalze abbauen, um daraus 4 Millionen Tonnen Produkte zu machen. Sie glauben doch nicht, dass in Niedersachsen diese Chemiefabrik 23 Millionen Tonnen Rohstoffe geliefert bekommt. Bei der Chlorchemie geht es darum, von Natrium das Chlor zu nutzen, um damit die Chemie zu machen. Und damit ist Natrium nachher am Ende übrig. Und dort passiert nichts. Im Gegenteil, die wollen jetzt noch ein großes Steinkohlekraftwerk hinbauen in Stade, um Dow Chemical die weitere Produktion zu ermöglichen. So sieht das aus. Und deshalb denke ich mir, und wir reden jetzt über den politischen, nicht über den Genehmigungsteil, denke ich mir, dass da eine Menge Ideologie dabei ist. Eine Menge Ideologie. Eine Ideologie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die übrigens die Arbeitsplätze kosten kann. Frau Schott, auch dort, Sie hatten hier in die Welt gesetzt, Kali und Salz seit 10 Milliarden wert. Wissen Sie, wie der aktuelle Börsenwert ist? 4,4 Milliarden. Und wissen Sie, wie viel allein in Kanada investiert werden soll? 4 Milliarden Euro. 4 Milliarden. Passen Sie auf, 4 Milliarden Euro, von denen noch nicht ein einziger Cent verdient wurde. Und da soll ein ganzer Konzern, der neben den 4 Milliarden in Kanada investiert, der darüber hinaus in den USA die Firma ESCO hat, die 1,5 Milliarden wert ist, der die Fabriken und alles in Deutschland hat, der darüber hinaus in Chile Anlagen hat, der soll 4,4 Milliarden wert sein? Da merken Sie mal, wie durchgeknallt diese Börsenmärkte sind. Das ist reine Spekulation und hat überhaupt nichts zu tun mit dem tatsächlichen Wert eines solchen Unternehmens, auf dem wir uns ständig fixieren. Insofern hilft der Staatssozialismus am Ende auch nicht weiter. Aber vielleicht ein bisschen Klärung darüber, dass manche Dinge an der Börse überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben, worum es eigentlich geht, um die Wertschöpfung mit realen Produkten, sondern mit reiner Spekulation. Das auszusprechen dürfte am heutigen Tage auch nicht falsch sein. Ich setze darauf, dass schnellstmöglich eine Genehmigung erteilt wird, meine Fraktion ebenfalls, und danke herzlich mit einem Glück auf. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Erfurth, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Warnecke, ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, und es war mir ja schon klar, dass
es für die Sozialdemokratie ein wichtiger Punkt ist, sich mit den Arbeitsplätzen zu beschäftigen. Das war es bei uns immer. Ein bisschen enttäuscht hat mich nur, dass der Umweltaspekt in Ihrer Rede nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie er hin und wieder auch bei anderen Kollegen getan hat. Aber das ist Ihre Entscheidung, und das ist mir nur aufgefallen. Ich will es nur anmerken. Der Setzpunkt der Fraktion der LINKEN gibt uns heute ganz aktuell die Gelegenheit, deutlich zu machen, wie GRÜN in der Landesregierung wirkt. Nach langem Stillstand bei der tatsächlichen Bewältigung, ja, das dauert manchmal ein bisschen, bis es ankommt, aber gestehe ich Ihnen gerne zu. Wir hatten einen langen Stillstand in der tatsächlichen Bewältigung der Abwasserprobleme mit dem Unternehmen K&S. Es hat lange gedauert, bis es einen realistischen Zeithorizont gab, wie Ökologie und Ökonomie in einer so wichtigen Frage tatsächlich zusammenkommen können, wie nämlich die Arbeitsplätze bei K&S erhalten werden können und geschützt werden können, und wie Werra und Weser entlastet werden, und wie Grund- und Trinkwasser wirksam geschützt werden in Zukunft. Und das ist die wichtige Frage, die wir versuchen, hier zusammenzubringen und die auch von Umweltministerin Priska Hinz hier versucht wird zu lösen. Ich will noch einen Gedanken zum Antrag der FDP. Sie verschwenden ja in Ihrem Antrag überhaupt keinen Gedanken an die Umweltproblematik, sondern widmen sich, das hat auch Herr Lenders getan, ausschließlich den wirtschaftlichen Problemen des Unternehmens. Ich beginne so langsam, ein noch tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wo ein weiterer Grund lag, dass sich unter Schwarz-Gelb hier nichts bewegt hat in dieser wichtigen Frage. Diese eindimensionale Betrachtung, ist aus unserer Sicht keineswegs zustimmungsfähig. Meine Damen und Herren, die Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN haben ja mal kurz zustimmend gezuckt, als die ersten Nachrichten aus dem Bundesumweltministerium kamen, in welche Richtung sich das Ergebnis in der Flussgebietsgemeinschaft entwickeln könnte. Sie haben das Ergebnis für einen Augenblick gut gefunden und haben auch eine Presseerklärung dazu verfasst, Frau Schott. Als die Ministerin dann erklärt hat, dass das, was aus dem Umweltministerium über die Bundestagsabgeordneten der SPD bekannt gegeben wurde, dass das eigentlich nur der weiterentwickelte Vierphasenplan der Hessischen Landesregierung ist, da fanden Sie das Ergebnis dann doch nicht mehr so schön und sind jetzt wieder auf alte Forderungen zurückgeschwenkt. Das Ergebnis ist der Antrag, den wir hier heute vorliegen haben. Ja, meine Damen und Herren, in den letzten Wochen hat sich viel getan, und es sind wieder weitere Steine bei der umfassenden Lösung des Abwasserproblems aus dem Weg geräumt worden. Gestern hat sich die Flussgebietsgemeinschaft Weser zu einer letzten Arbeitssitzung in der Landeshauptstadt Thüringens getroffen. Dort ist gestern auf der Grundlage des Vierphasenplans der Masterplan Salz verabschiedet worden. Dieser Masterplan Salz beruht auf den Grundlagen, die Ministerin Hinz im letzten Jahr mit dem Unternehmen verhandelt hat, auf den Eckpunkten des Vierphasenplans. Diese Eckpunkte sind in weiteren Verhandlungsrunden immer weiter optimiert worden. Über all diese Runden hat uns die Ministerin in Obleutegesprächen und im Umweltausschuss immer unterrichtet. Ich weiß nicht, wo Sie waren, Frau Schott, bei den Gesprächen, die wir da geführt haben. Da sind viele, viele der Fragen, die Sie hier als offen hingestellt haben, beantwortet worden und auch Antworten gegeben worden, die Sie heute hier negiert haben. Es wurden dem Unternehmen in der Folge zu den Eckpunkten des Vierphasenplans immer weitere Zugeständnisse abgerungen, die sozusagen im Interesse der Umwelt eine Optimierung erreicht haben, und daraus wurde dann letztlich der Masterplan Salz. Dieser Masterplan ist die Antwort der Flussgebietsgemeinschaft Weser nach Brüssel. Das ist ja wichtig für uns. In dieser Flussgebietsgemeinschaft sind die Anrainer von Werra und Weser gemeinsam zusammen, und sie machen sich Gedanken, wie sie sich die Verringerung der Salzbelastung vorstellen. In der Flussgebietsgemeinschaft Weser gab es bisher immer ein einstimmiges Vorgehen über die Maßnahmen, die beschlossen werden. Und es ist auch dieses Mal gelungen, in einer ganz besonders schwierigen Frage, dass alle Anrainerländer sich auf ein Maßnahmenpaket verständigt haben. Und da
Das finde ich, das ist schon eine große Leistung, dass das gelungen ist. Und da gebührt auch dem Vorsitzland Thüringen einen Dank, denn die dortige Umweltministerin Anja Sigismund war es ein großes Anliegen, dass sie diesen Masterplan auch noch in diesem Jahr fertig bekommt. Denn im nächsten Jahr wechselt das Vorsitzland, und dann war es doch eine gute Sache, noch in diesem Jahr den Masterplan Salz unter Dach und Fach zu bekommen. Ich sagte es bereits, den Grundstein für diese Einigung, der ist hier in Hessen gelegt worden. Den hat Priska Hinz gesetzt. Und das ist ja am Ende immer so, dass sich viele Mütter und Väter finden, wenn ein erfolgreicher Abschluss zu feiern ist, das sei geschenkt. Aber wie dem auch ist, hier an diesem Masterplan Salz ist die hessische, und ich erlaube mir hinzuzufügen, die grüne Handschrift unverkennbar. Vielleicht erinnern Sie sich mit mir gemeinsam. Kali und Salz hat sich verpflichtet, bis 2017 diese sogenannte KKF-Anlage zu bauen. Damit werden Abwässer deutlich verringert. Es ist ein Eindampfungsverfahren. Und diese Verpflichtung stand sozusagen in den ersten Eckpunkten. Die steht nach wie vor, und K&S will dieses Verfahren bauen. K&S hat sich im Vierphasenplan verpflichtet, die Halden abzudecken. Damit werden die Haldenabwässer dauerhaft minimiert. Ich glaube, das ist eine wichtige Aussage für die Zukunft, weil nämlich die Haldenabwässer auch nach dem Ende der Produktion die Umwelt sehr stark belasten werden. Von daher ist diese Verpflichtung, die Halden abzudecken, oder die Zusage der Verpflichtung, die Halden abzudecken, ein wesentlicher Stein, wie wir dauerhaft die Laugenabwässer vermindern und minimieren. Und K&S hat sich im Prozess verpflichtet, viel, viel früher mit der Abdeckung der Halden zu beginnen. Auch das ist wichtig, um am langen Ende bessere Ergebnisse zu erreichen. Dann, das hat eben so, der ganze Prozess hat eben auch bei K&S für Bewegung gesorgt, und das ist gut so, dass man hier tatsächlich auch schnellere Schritte erreicht hat. Und jetzt kommt etwas, was wirklich neu ist, was es bisher im Vierphasenplan so nicht gegeben hat. K&S hat zugesagt, Achtung, Frau Schott, zugesagt, zu erproben, ob es möglich ist, Haldenabwässer und Laugenabwässer aus Produktion und von Halden einzudicken und unter Tage einzustapeln. Das ist ein Pilotprojekt. Ist ein Pilotprojekt, und wenn es ein Pilotprojekt erfolgreich ist, dann könnte es sein, Achtung Konjunktiv, könnte es sein, dass man auf die Oberweser-Pipeline verzichten kann. Das ist sehr, sehr ambitioniert, diese Annahme. Und da ist der Punkt, wo auch das Unternehmen nicht sofort Hurra schreit. Und da ist der Punkt, wo das Unternehmen sagt, da müssen wir sehr genau hingucken, ob das wirklich geht. Das finde ich völlig legitim. Und das ist auch keine Lücke in dem Masterplan und auch keine Lücke in dem Vierphasenplan, sondern das zeigt, wie nah man am Verhandeln ist, um zu schauen, wo Optimierungspotenzial ist und wo auch noch weitere Chancen bestehen, die Halden- und die Laugenabwässer aus der Produktion zu minimieren. Und das finde ich das Gute an dem Plan. Er atmet, er lebt, und er sorgt dafür, dass wir auch weitere Verbesserungsmöglichkeiten einbinden können. Und es zeigt sich, das ist ein guter Plan, dieser Masterplan Salz, der aufsetzt auf dem Vierphasenplan und der ein Lösungsszenario anbietet, das viele von uns nicht für möglich gehalten haben. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben, ist, glaube ich, noch einmal sehr, sehr viel besser als der Zustand am Anfang. Und da bin ich Priska Hinz sehr dankbar, dass sie den Druck im Kessel erzeugt hat, damit das auch passieren konnte und damit eben diese Verbesserungen erreicht werden könnten. Und das Schöne ist, wir können da nicht hinter zurück. Es kann nur besser werden. Es kann also nicht sozusagen mit den Laugenabwässern und den Haldenabwässern stärker werden, sondern das ist ein Instrument, das sich nach vorne entwickelt im Interesse von Arbeitsplätzen und Umwelt. Ich möchte noch ein paar abschließende Worte zur Versenkung sagen, insbesondere auch in Richtung der FDP. Bei der derzeitigen Diskussion um die Verlängerung der Versenkerlaubnis ist das
ebenfalls Ausdruck eines sehr entschlossenen Vorgehens, wie wir dem Unternehmen deutlich machen, Arbeitsplätze und Umwelt werden nicht gegeneinander ausgespielt, sondern hier wird auf den Gleichklang geachtet und darauf, dass die Umwelt nicht über Gebühr belastet wird. Und wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, solche Unterlagen so früh vorzulegen, dass sie auch frühfähig sind, dann hat natürlich das Unternehmen die Schuld dafür. Und Herr Kollegin Warnecke, Erfurt, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin. Kollegin Warnecke, wenn man Ihren Gedanken zu Ende denkt, alle Gutachter müssen auch beim RP vorgehalten werden, dann frage ich Sie einmal, wollen Sie das eigentlich für alle Verfahren? Was ist eigentlich mit Gerichtsverfahren? Auch da werden immer externe Gutachter hinzugezogen, die Pläne überprüfen müssen, die Gutachten gegenchecken müssen. Und wenn Sie fordern, dass für alle Verfahren immer so habe ich Ihre Forderung verstanden, dass für alle Verfahren in allen Genehmigungsbehörden immer auch Bordpersonal da ist, das solche komplizierten Verfahren gegenchecken kann. Ich glaube, das können Sie nicht gemeint haben, und das würde auch die Verwaltung ad absurdum führen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort dem Kollegen Gremmels. Frau Präsidentin, liebe Kollegin Erfurth, Sie haben ja gerade eingangs Ihrer Rede das Ergebnis auf Arbeitsebene der Flussgebietsgemeinschaft von gestern gelobt, und das tun Sie auch in Ihrem Antrag. Ich finde aber, wir müssen aufpassen, dass Sie hier kein Greenwashing der Begriffe betreiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Benennen Sie die Sachen, wie Sie in der Rede ja getan haben, aber auch so, wie sie auch den Menschen vor Ort bekannt sind. Wenn auf einmal aus der Oberweser-Pipeline in Ihrem Antrag der Werra-Bypass wird, dann glaube ich, werden die Menschen skeptisch, weil sie sich da veräppelt fühlen. Meine Bitte wäre, dass wir die Dinge so benennen, wie sie sind. Und auch die Frage von Einstapelung von Salzlösungen in den Untergrund. Auch da gibt es das einen oder anderen Risikofaktor, der da drin ist. Da muss man ihn auch so benennen, damit die Leute am Ende des Tages auch mit ihren Sorgen ernst genommen werden. Und die Frage, Frau Ministerin, weil Sie jetzt die Kollegin Erfurth, die Ministerin, und Herr Al-Wazir heute Morgen ja auch schon bei Twitter gelobt hat. Also wir als Sozialdemokratie, wir loben die Ministerin dann, wenn wir im Jahre 2075 soweit sind. Dann bin ich 99 Jahre, Frau Hinz, und ich sage Ihnen, wenn ich dann meine Memoiren schreibe, werde ich Ihnen einen Absatz widmen. Aber so lange müssen wir nämlich noch gucken, dass am Ende wird gezählt und keine Zwischenergebnisse bejubeln. Am Ende müssen wir den Prozess erfolgreich hinbekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Zur Erwiderung, Kollegin Erfurth. Also, so lange wollten wir eigentlich nicht in Person im Amt bleiben. Na gut, Herr Gremmels, wir verabschieden uns auf eine Flasche guten Wein in 2075. Mal sehen, an welcher Stelle wir dann, uns wieder treffen. Ich bin ja gläubige Christin, von daher haben wir ja eine realistische Chance. Ja, Sie haben natürlich recht. Wenn jetzt auf einmal Begriffe auftauchen, die bisher keine Rolle gespielt haben. Sie haben Werra-Bypass genannt. Ja, den Begriff gab es bisher nicht. Er heißt auf Deutsch Oberweser-Pipeline. Wenn es aber der Wunsch ist eines mitverhandelnden Anrainerlandes, ich kann auch sagen, wer, ich kann auch sagen, welches Land. Ja, Niedersachsen, ja. Wenn die nun aber plötzlich möchten, im Interesse der Einigung, dass die Oberweser-Pipeline nicht mehr Oberweser-Pipeline heißt, sondern Werra-Bypass, und wir alle miteinander wissen, dass das jetzt nur ein anderer Name ist, ja, und das sozusagen um des lieben Friedens willen, um eine Einigung zu erzielen. Wir machen doch solche Kompromisse jeden Tag hier auch. Also tun Sie doch nicht so, als wäre das etwas ganz Fremdes. Ja. Und wenn man dann sozusagen, um dem anderen die Nase im Gesicht zu lassen, sagt, na gut, dann ist es so, dann finde ich, ist es erst einmal nicht schön, aus meiner Sicht auch nicht. Ich bin eher für die klare Sprache. Aber Verhandlungen heißen geben und nehmen. Und von daher finde ich, ist das jetzt so. Und an dem Punkt gibt es gar nichts drum herumzureden. Es ist so. Und ein Stapeln unter Tage, klar, das ist ein Dicken von Lauge, und die wird nach unter Tage verbracht. Das ist ein bergmännischer Begriff, dem ist nicht jeder gleich nahe. Mein Fraktionsvorsitzender guckt mich gerade an. Er hat mich ermahnt, so zu sprechen, bis er mich auch versteht. Und ja,
dann ist das ein Pilotprojekt. Auch das habe ich gesagt. Es heißt nicht, dass es funktioniert. Es gab große Skepsis. Es ist ein Verfahren, das durchaus anderswo funktioniert. Und wir wissen nicht, ob es bei K&S funktioniert. Kollegin Erfurth, Ihre Redezeit ist zu Ende. Das muss erprobt werden, und dann werden wir uns am Ende des Pilotprozesses unterhalten, ob es funktioniert hat. Nichts anderes ist das. Vielen Dank. Als Nächste spricht Staatsministerin Hinz. Schönen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bevor die Zeit losgeht, will ich einfach nur sagen, dass wir uns jetzt verabreden, in 75 Jahren mit Rollator und Hörgerät, und dann hier im Saal, und dann werde ich gefeiert, okay? Gut. So, meine Damen und Herren, jetzt zurück zum Ernst der Sache. Zurück zum Ernst der Sache. Herr Warnecke hat ja vor allen Dingen sehr viele Probleme aufgetürmt in seinem Redebeitrag. Ich freue mich, dass die Landesregierung handelt und Probleme löst. Ich freue mich, dass der Weserrat gestern eine Einigung hergestellt hat über den Maßnahmenplan Salz für 2015 bis 2021. Die Hessische Landesregierung hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, ökologische Probleme durch den Kalisalzabbau zu lösen und gleichzeitig die Existenz und damit die Arbeitsplätze bei K&S zu sichern, das heißt, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Und dem sind wir gestern ein gutes Stück näher gekommen. Die Grundlage für den Maßnahmenplan, der verabschiedet worden ist gestern, sind die hessischen Eckpunkte zum Vierphasenplan, die mit dem Unternehmen vereinbart worden sind im letzten Jahr und dann auch mit dem Unternehmen und mit der Flussgebietsgemeinschaft weiterentwickelt wurden. Im Jahr 2018 soll die sogenannte KKF-Anlage 30% der Produktionsabwässer reduzieren. 30%. Das ist wirklich ein weiterer hervorragender Schritt. Die Haldenabdeckung soll jetzt im Großversuch begonnen werden, und ab dem Jahr 2021 soll die Haldenabdeckung in den Regelbetrieb übergehen. Das alles ist mit K&S, mit dem Unternehmen vereinbart, liebe Frau Schott. Neu ist die Erprobung des Verfahrens Einstapeln unter Tage. Und natürlich ist ein neues Verfahren, das neu erprobt wird, mit Unwägbarkeiten verbunden. Das ist völlig klar. Aber ein Unternehmen gibt doch kein Geld aus für einen Versuch, wenn sie nicht im Entferntesten daran glauben würden, dass das Ding auch am Ende Erfolg hat. Und Kali und Salz hat diesen Vorschlag gemacht. Und dieser ist in den Maßnahmenplan aufgenommen worden. Und wenn diese Maßnahme zusätzlich erfolgreich ist, dann kann die Weser-Pipeline oder der Weser-Bypass, wie es jetzt im Maßnahmenplan eben offiziell heißt, daran werden sich dann alle gewöhnen müssen, dass es in diesem Dokument so drinsteht, nur noch in einem geringeren Umfang, wenn überhaupt, umgesetzt werden. Das heißt aber, um es deutlich auch für alle zu sagen, die Oberweser-Pipeline wird ab jetzt geplant. Und es muss auch bis zum Jahr 2018 genehmigungsreif sein, weil im Zweifel muss sie gebaut werden, die Pipeline, damit wir im Jahr 2021 endgültig die Versenkung beenden können. Das ist der Plan. Wenn das mit dem Eindicken so nicht klappt, dann muss sie auf jeden Fall gebaut werden und so abschließend gebaut sein, dass die Versenkung nicht mehr stattfinden kann. Und Sie können darauf ausgehen, dass wir die Akzeptanz dafür dann auch schaffen werden, meine Damen und Herren. Applaus
und ein Bewirtschaftungsplan, ein Maßnahmenplan einer Gemeinschaft vieler Länder, sieben sind es in diesem Fall, braucht die Kooperation aller und braucht das Aufeinanderzugehen aller Länder. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle schon auch bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir alle an dieser Lösung gemeinsam gearbeitet haben. Das Vorsitzland Thüringen hat wirklich viel Arbeit investiert. Von dieser Stelle aus herzlichen Dank. Das war alles nicht so selbstverständlich, dass wir das hinkriegen. Insofern können wir alle stolz auf dieses Ergebnis sein. Und natürlich war das Unternehmen K&S eingebunden in diese ganze Entwicklung. Also, wie kann man denn davon ausgehen oder nur im Entferntesten die Idee haben, dass Länder und dann noch ein Land, das für die Genehmigungsverfahren zuständig ist, dafür Verantwortung trägt, dass die Rahmenbedingungen gesetzt werden für die Arbeitsplätze, nicht mit dem Unternehmen redet über die Investitionen, die es tätigen muss, für die Maßnahmen, die notwendig wären. Also, ich weiß ja nicht, wie die Linkspartei sich das vorstellt, wie man mit Unternehmen umgeht in solchen Verfahren. Es ist natürlich abgestimmt. Das Unternehmen war auch im Weserrat. Es ist vieles mit dem Unternehmen gemeinsam entwickelt worden, dass die einiges kritischer sehen als wir und dass sie vor allen Dingen das ganz kritisch sehen, dass eine Option zur Überprüfung vorhanden ist für Produktionsanpassungen, wenn am Ende bestimmte Werte doch nicht eingehalten werden können mit allen Maßnahmen. Das ist doch völlig logisch. Also, das würde ich von Unternehmensseite auch so machen. Und dass Sie sagen, an diesem Punkt können wir nicht mitgehen. Aber ich sage hier auch als Vertreterin der Hessischen Landesregierung, wir werden hier die Verhältnismäßigkeit prüfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Produktionsdrosselung so verhältnismäßig gemacht werden kann, dass man dem Unternehmen dann auch die Investitionen in den die abtrotzen kann. Von daher gehe ich davon aus, dass mit den Maßnahmen, die wir vereinbart haben, die Ziele, die Grenzwerte eingehalten werden können und über Produktionsdrosselungen dann auch kein Wort mehr verloren wird. Ich komme zu einem anderen schwierigen Punkt, nämlich dem Thema Versenkung. Alle hier im Saal wussten, dass wir für den Übergangszeitraum bis 2021 die Versenkung noch einmal als notwendiges Übel anerkennen müssen. Sie wissen alle, dass ich als zuständige Umweltministerin bereits im letzten Jahr gesagt habe, dass mir das äußerst schwerfällt, dass es aber für diesen Übergangszeitraum, wo man technische Lösungen erst einmal in Gang setzen muss, Vereinbarungen braucht, bestimmte Pilotversuche erst einmal in die Wege leiten muss, nicht ohne dieses Mittel auskommt. Jetzt steht im Maßnahmenplan von allen sieben Ländern akzeptiert, dass das Ende dieser Versenkung im Maßnahmenzeitraum bis 2021 erfolgen soll. Bis dahin muss die Versenkung abgeschlossen sein. Das ist genau das, was wir mit dem Unternehmen auch verabredet haben. Das ist das, wozu wir stehen. Und ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Einigung in diesem Fall. Das ersetzt aber, um es auch deutlich zu sagen, keine wasserrechtliche Genehmigung. Das ist erst einmal eine Einigung über Eckpunkte. Eine wasserrechtliche Genehmigung braucht einen ordentlichen Antrag, gute Genehmigungsunterlagen und eine Überprüfung, die allem standhält, vor allen Dingen dem Wasserrecht. Und Trink- und Grundwasserschutz hat ein hohes Gut. Und aus diesem Grund konnte die Genehmigung jetzt nicht verlängert werden, weil K&S diese Genehmigungsunterlagen in dieser Form schuldig geblieben ist. Das Regierungspräsidium Kassel kann nicht aufgrund unvollständiger Unterlagen in dem Falle nicht funktionstüchtiges 3D-Modell genehmigen. Das ist nicht möglich. Wir hätten das gerne anders gehabt.
Natürlich. Aber wenn erst am 9. November der Gutachter Zugang zu allen Daten bekommt, und Herr Warnecke, dann ist es wurscht, ob es das Büro ist oder einer, der im RP sitzt. Seit dem 6. oder 9. November wäre es, egal unter welchen Umständen, nicht möglich gewesen, die Kalibrierungsfähigkeit dieses Modells herzustellen. Und das ist der Grund, weshalb eine Genehmigung nicht stattfinden konnte. Wir arbeiten jetzt, das heißt das Regierungspräsidium, an einer Übergangsregelung. Aber auch hier gilt, der Schutz von Grund- und Trinkwasser muss gewährleistet sein. Deswegen finde ich es im Übrigen bemerkenswert, dass die FDP beantragt, der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zur Erteilung der Versenkerlaubnis die Fortführung der Kaliproduktion unverzüglich durch eine Übergangsregelung zu ermöglichen. Ja, Frau Staatsministerin, ich möchte auf die Redezeit der Fraktionen hinweisen. Ja, noch ganz kurz. Also, da ist von Wasserrecht überhaupt hier nicht die Rede. Sie können doch nicht einfach hergehen und eine Genehmigung geben. Das Wasserrecht hat hier Vorrang, muss geprüft werden. Erst wenn das geprüft ist, kann auch eine Übergangsgenehmigung gegeben werden. Der RP ist jetzt so weit, dass der Genehmigungsbescheid für einen Übergang beim Unternehmen ist, für eine Anhörung. Wir gehen davon aus, dass in Kürze Genehmigung erteilt werden kann, aber in reduzierter Weise und auch vom Zeitraum her beschränkt. Denn es enthebt das Unternehmen nicht der Verantwortung, hier weiter am 3D-Modell zu arbeiten und dem Behördengutachter dieses 3D-Modell so vorzulegen, dass bis zum Jahr 2021 eine Versenkung stattfinden kann. Das ist Auftrag und Aufgabe des Unternehmens. Dafür hat es selber die Verantwortung, meine Damen und Herren. Also, für die kurzfristigen Probleme ist die Lösung jetzt sozusagen kurz vor der Haustür. Für die langfristige ökologische Verbesserung in Werra und Weser haben wir hart gearbeitet, haben wir eine weitere Etappe gemeistert. Und nur das, meine Damen und Herren, kann die Arbeitsplätze in Nordosthessen sichern. Und ich bin froh um jede Unterstützung, die ich auch hier aus dem Landtag dafür weiter bekomme. Herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in die zweite Runde gehen, den parlamentarischen Geschäftsführern wurde inzwischen der Protokollauszug von Frau Schotts Rede zugemailt. Er liegt mir auch hier vor. Und er lautet sinngemäß, Frau Erfurth hilft ihrer Umweltministerin und Parteikollegin Priska Hinz, die Öffentlichkeit zu belügen. Frau Kollegin Schott, dieser Ausdruck ist nicht parlamentarisch und ist zu rügen. Als Herr Bellino. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich hatte auf diesen Ausdruck auch schon geantwortet. Die Passage bezüglich der Erpressung durch K&S fehlt noch. Und ich denke, wenn ich dort richtig gehört habe, dann ist auch dies zu rügen. Ich würde bitten, dass auch diese Passage entsprechend nachgereicht wird. Bitte? Ja, wenn das Ihr Sprachgebrauch ist, unser ist nicht. Bei ein paar Regeln ein bisschen genauer hinschauen. Herr Kollege Bellino, dann soll auch von diesem Teil noch ein Protokollauszug erstellt werden. Als nächstes hat das Wort Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Union ist ja sehr am Umgang hier in diesem Plenum gelegen. Herr Landau, ich finde es unerhört, wie Sie das Unternehmen hier in ein Licht gestellt haben, wie Sie das Unternehmen hier, ich finde in Ihrer Rede, ich werde das noch einmal ganz konkret auch nachlesen,
brauche jetzt keinen Protokollauszug, ich nehme mir dann die entsprechende Zeit. Aber wie Sie hier Verdächtigungen ausgesprochen haben, dass das Unternehmen agieren würde, das finde ich nicht in Ordnung. Und das gehört hier in die Art und Weise auch nicht im Plenum geäußert. Wenn so etwas von den Linken kommt, dann höre ich da weg, weil das ist eben eine andere Welt, in der die Linken, wenn es um Wirtschaft geht, agieren. Aber von der CDU oder von einem Mitglied der CDU-Fraktion bitte ich doch darum, dass man sich einem Unternehmen auch fair gegenüber verhält. Und das, glaube ich, muss man ja auch einmal sagen. Und liebe Frau Erfurth, Sie haben gesagt, na ja, die FDP hätte im Antrag ja nichts zur Umwelt gesagt. Herr Lenders ist hier ausführlich, aber auch auf das Thema in seiner Rede eingegangen. Und ich muss mal sagen, wenn Sie auf die Art und Weise argumentieren, dann möchte ich mal darauf hinweisen, dass Frau Hinz, die Staatsministerin, die Arbeitsplätze und die Menschen, die jetzt Angst um ihre Arbeitsplätze haben, mit keinem einzigen Wort hier benannt hat. Das hat hier keine Rolle gespielt, und das ist hier nicht ein einziges Mal gefallen. Ich erinnere mich, dass wir hier zum dritten Mal über das Thema KNS reden. Zweimal hat sich die Landesregierung hier selbst bejubelt. Das letzte Mal hat der Ministerpräsident hier kraftvolle Reden gehalten, wie es um die Zukunft des Unternehmens ging. Und jetzt, Frau Hinz, haben Sie hier den dritten Aufschlag zum Thema KNS. Und dieser Aufschlag, der tut uns weh. Der tut uns allen weh, denn es geht hier um die Existenz von Menschen in unserem Land. Und wenn man diese Abwägung trifft, dann muss das auch eine Rolle spielen. Davon bin ich jedenfalls fest überzeugt, dass diese Menschen in der Politik auch eine Rolle spielen sollten. Und das sollten Sie als Ministerin auch mal in den Blick nehmen. Sie haben hier dazu kein einziges Wort gesagt. Und ich finde es wirklich, Frau Erfurth hat ja sich hier selbst gelobt, die Landesregierung gelobt, grün wirkt. Ich weiß nicht, wie die Menschen das vor Ort aufnehmen und auffassen, wenn sie so etwas an der Stelle hören. Wenn hier Frau Erfurth ausführt, sie dankt Frau Hinz dafür, dass sie Druck in den Kessel gemacht hat, dass sie Druck in den Kessel gegenüber dem Unternehmen gemacht hat, dann ist das eine politische Aussage und hat nichts mit einem Verhandeln einer Genehmigungsbehörde zu tun, sondern es gibt hier politische Interessen, die sind gegen das Unternehmen gerichtet, und sie nutzen ihre Macht aus, um diese auszuspielen. Das ist doch die Formulierung von Frau Erfurth gewesen. Ja, dass der Wirtschaftsminister dazu nicht redet, ist mir ja auch klar. Und dass er alles zum Lachen findet, was den Menschen hier in diesem Land auf der Seele brennt, das ist doch wirklich nicht verwunderlich, Herr Al-Wazir. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Ihrer Koalitionspartnerin und sonst gar nichts. Da hat Ihre Ministerin hier kein Wort zugesagt. Dann kommen Sie doch hier vor und sagen Sie das einmal. Der Herr Landau hat es auch nicht in den Mund genommen. Nichts hatten Sie dazu gesagt. Ja, ich habe sehr gut zugehört. Und ich habe auch noch gehört, dass die Ministerin gesagt hat, diese Maßnahmen, die KNS jetzt trifft, habe ich diesem Unternehmen abgetrotzt. Und wie haben Sie es denn abgetrotzt? Indem Sie, das ist Ihr Wortlaut, das können Sie in der Rede nachlesen. Das sind Ihre Worte an dieser Stelle. Das ist für eine Ministerin, die objektiv gegenüber einem Unternehmen und den Menschen, die dort arbeiten, Verantwortung hat, ist das nicht, gehört sich das einfach nicht. Dass Sie sich hier hinstellen und eine politische Aussage treffen, Sie haben das dem Unternehmen abgetrotzt. Ich wünsche mir, dass das Unternehmen KNS ordentlich behandelt wird, dass es natürlich klar seinen gesetzlichen Auflagen nachkommen muss. Aber wir kennen die Grünen. Wir kennen die Grünen aus anderen politischen Spielchen, die Sie hier gespielt haben. Haben Sie die verwaltungsmäßige Macht dazu, dann nutzen Sie dazu, Ihre politische Ideologie durchzusetzen. Das haben wir an anderer Stelle auch erlebt. Und da sind genau Sie auch ein gutes Beispiel. Ich erinnere nur an das Jagdrecht. Beschlossen haben Sie, alles bleibt, wie es ist. Und im Verwaltungsweg durch die Hintertür verändern Sie dann die Gesetze. Und hier nutzen Sie Ihre Verwaltungsmacht zulasten der Menschen der Region. Und das muss an dieser Stelle auch mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, weil Sie sich damit auch noch brüsten an dieser Stelle. Das ist einfach ungehörig. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Landau, CDU-Fraktion. Herr Rock, Ihr Redebeitrag war eine Negierung sämtlicher Sachverhalte. Und Sie haben, ich will jetzt nur für meine Person sprechen, mir nicht richtig zugehört. Ich habe immer die beiden gleichwertigen Ziele, Arbeitsplätze und Umweltschutz, erwähnt. Die sind beide
uns wichtig, und die darf man nicht gegeneinander ausspielen. Und genau das ist unsere Position. Und Herr Rock, oben ist der Regierungspräsident, Chef einer Genehmigungsbehörde. Fragen Sie ihn doch einmal, wie immer so die Antragsunterlagen eingegangen sind, welche Qualität sie hatten, wann sie eingegangen worden sind. Es war von einem zum anderen Mal dasselbe Spiel, dass wir alle miteinander schon immer gesagt haben, Mensch, steckt da eine gewisse Systematik dahinter. Und das hat es dann schon notwendig gemacht, Druck auf das Unternehmen auszuüben, damit es sich dem Ernst der Situation auch bewusst wird. Wenn ich doch alleine sehe, jetzt den 30.11.2015, hätte ich von dem Unternehmen erwartet, oder ich als einer der Führenden in dem Unternehmen, ich hätte jemanden bestimmt, der gesagt hat, und du nimmst es jetzt federführend in die Hand, damit rechtzeitig prüfungsfähige Unterlagen da sind, weil der 30.11. und eine fortgesetzte Versenkerlaubnis für uns so existenziell wichtig ist, dass wir auf jeden Fall dort zu einem Ergebnis kommen wollen. Was ist wieder passiert? Das, was wir seit 2007 immer wieder erlebt haben, zu spät, unvollständig, nicht aussagekräftig, nicht prüffähig. Und dann kommen Sie mit solchen Bemerkungen her. Ich bin eigentlich ohne Worte. Danke. Das Sechste hat das Wort Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil, Herr Kollege Rock, so geht es überhaupt nicht, wie Sie hier argumentieren. Nein, so geht es nicht. So geht es nicht. Mit dem, was die Ministerin... Ja, ich bestimme aber, was ich sage, Herr Rock. Mit dem Vier-Phasen-Plan, den die Landesregierung vorgelegt hat und der jetzt in den Gesprächen mit allen Anrainer Ländern jetzt auch in einen Masterplan Werra vereinbart wurde, liegt erstmalig, Herr Kollege Rock, erstmalig ein Konzept vor, wie die Produktion von Kali und Salz mit den verbundenen Abwässern dauerhaft gesichert wurde. Wir haben die dauerhafte Sicherung der Arbeitsplätze auf den Weg gebracht. Und da rufen Sie jetzt dazwischen, schauen wir mal. Ja, genau, Herr Rock, das war das Prinzip der Regierungszeit, für die die FDP Verantwortung getragen hat. Schauen wir mal von Jahr zu Jahr, aber eine Sicherheit für die Beschäftigten gab es nie, weil sie wussten, dass es kein dauerhaftes Entsorgungskonzept gibt. Und es war diese Umweltministerin, es war diese Landesregierung, die erstmals ein dauerhaftes Entsorgungskonzept und, Herr Rock, damit ein dauerhaftes Produktionskonzept mit dem Unternehmen erarbeitet hat und so sowohl die Arbeitsplätze dauerhaft gesichert hat, als auch die notwendigen Umweltauflagen erfüllen kann. Erstmals liegt das vor, Herr Rock. Wenn man nichts hingekriegt hat, selbst in der Regierungszeit, dann sollte man hier nicht die großen Töne spucken. Erstmals, Herr Kollege Rock, ist klar, dass die Verpressung in den Untergrund beendet wird. Dass die Verpressung beendet wird. Und wir alle wissen doch, dass wir die nicht dauerhaft fortsetzen können. Und sie wird nicht nur beendet und gesagt, alles andere ist uns egal, sondern sie wird beendet in einem Konzept, das dem Unternehmen ermöglicht, weiter zu produzieren, aber eben ohne das Risiko, was in einer Verpressung immer auch liegt. Das ist doch ein Riesenerfolg und ein Riesenfortschritt, Herr Kollege Rock, der hier erreicht wurde. Erstmals, Herr Kollege Rock, liegt ein Vorschlag vor, wie wir die Vorgaben der Europäischen Union, was die Gewässerqualität in Werra und Weser angeht, auch tatsächlich einhalten können. Und das können Sie ja als Umweltauflagen diskreditieren, aber es ist nun einmal geltendes Recht. Wir müssen diese Auflagen erfüllen. Und wenn wir sie nicht erfüllen, kann die Produktion nicht fortgesetzt sein. Dass man diese simplen rechtlichen Zusammenhänge der früheren Rechtsstaatspartei FDP erklären muss, ist wirklich abenteuerlich, Herr Kollege Rock. Wir beenden die Verpressung. Wir sorgen dafür, dass die Gewässerqualität in Werra und in Weser sich verbessert. Und wir hören damit nicht auf, Herr Kollege Rock.
weil es geht uns um eine nachhaltige und eine dauerhafte Lösung. Deshalb schauen wir uns auch an, was passiert denn eigentlich mit den Abwässern, die aus den Halden entstehen. Auch darum kümmert sich der Vierphasenplan der Ministerin, weil wir eine vollumfängliche Lösung haben wollen, die uns nicht alle paar Jahre neue Probleme macht. Deshalb wird auch dieses Thema der Haldenabdeckung bearbeitet. Und auch damit hören wir nicht auf, sondern sagen am Ende all dieser Maßnahmen, die mit dem Unternehmen vereinbart sind, wollen wir den guten ökologischen Zustand in Werra und Weser erreichen. Was haben Sie eigentlich dagegen, Herr Kollege Rock, dass wir die Produktion des Unternehmens dauerhaft sichern und überhaupt erst ermöglichen und gleichzeitig die Umweltauflagen erhalten? Wir verbinden Ökologie und Ökonomie. Sie halten das vielleicht für unmöglich. Wir machen es, Herr Kollege Rock. Das ist der ganz einfache Unterschied. Wir machen es. Ich sage Ihnen noch eins, Herr Kollege Rock. Das Unternehmen K&S braucht wirklich nicht die FDP. Wieso glauben Sie eigentlich, dass Sie sich hier als besserer Unternehmenssprecher von K&S gerieren müssen? Das Unternehmen ist einverstanden, Herr Kollege Rock. Die Landesregierung ist einverstanden, Herr Kollege Rock. Alle anderen Landesregierungen der Anrainer Bundesländer sind einverstanden. Ja, was ist denn eigentlich noch Ihr Problem, außer dass Sie der Umweltministerin und dieser Landesregierung diesen enormen Erfolg einfach nicht gönnen können, Herr Kollege Rock? Das ist wirklich ein herausragendes Stück Arbeit, was diese Umweltministerin vorgelegt hat, diese Landesregierung vorgelegt hat. Jetzt heißt es, der Masterplan wird umgesetzt. Er wird in vier Phasen umgesetzt. Und daran sieht man, es gibt eine ganz klare Linie, Vierphasenplan, Masterplan. Alle sind zufrieden. Herr Kollege Rock gönnt uns den Erfolg nicht. Das stört uns aber nicht weiter, Herr Kollege Rock. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein, die Rednerliste ist geschlossen. Also, es gibt keine Wortmeldung mehr. Wir können dann verfahren wie folgt. Der Antrag Nummer 50 wird überwiesen in den federführenden ULA, begleitend WVA. Das ist der Antrag der LINKEN zur Abfallentsorgung in der Kaliindustrie. Der 44 ist der Antrag der Fraktion der FDP zu diesem Thema. Den überweisen wir zur federführend in den ULA und begleitend in den WVA. Ich gehe davon aus, dass wir den von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Entschließungsantrag auch überweisen. Die haben keine Meinung dazu, die beiden Fraktionen. Ja, ich sehe ja nichts. Augenblick mal. Also, Frau Dorn, erst einmal Sie. Herzlichen Dank, Herr Rudolph. ULA mitbeteiligen, WVA für alle Anträge. So war es eigentlich verabredet. Nein, es war eben nicht so deutlich. Nicht so deutlich ausgesprochen habe ich, wiederhole noch einmal zu allem Verständnis, so wie es ausgedruckt ist, federführend ULA und beteiligt WVA. Und ich füge hinzu, auch der 72, der Dringliche Entschließungsantrag, geht den gleichen Weg in die beiden Ausschüsse, federführend ULA und begleitend bzw. mit befassend der WVA. Dem widerspricht keiner, ist so beschlossen.